Ich bin ja immer noch größer als du. Ja, natürlich. Wieso hast du blaue Haare und was hast du auf dem Kopf? Du hast immer noch deine Kapitänsmütze. Das ist so geil. Die ist voll geil. Guck dir mal meine Cassie an. Kann man die wegtreten, schade. Aber man kann sich bestimmt draufsetzen. Ey, Cassie, neue Brille, oder? Oh, Cassie, oh. Was denn? Vor allem, die hat einen Schwanz. Ja. Also, es gibt manche Sachen, die sind wirklich unerwartet. Wie das. Naja, meine hat einen Schwanz, deine hat keine Beine. Eigentlich könntest du das Ding Melvin nennen. Warte mal, sieht die 9 aus? Hat Titten? Ich rede von deinem Tierchen. Ja, ja, und spielt gerne Harfe. Ein Melvin. Ein Melvin. Oh, ein Snake. Was hat denn das da für ein Begleiter? Oh, so einen will ich auch haben. Der fetzt ja. Was ist denn mit der? Hat die durch? Ach, die hat bestimmt Durchfall. Oder Asthma. Oh. Hallo? Das passiert. Ich muss mich richtig hinter dich stellen, warte. Nein! Da ist weg. Toll. Muss ich mich mit dem da vergnügen. Tretet vor. Ihr wurdet vom Schicksal erwählt. Am Scheideweg. Oh Gott. Beschleunigender, ne? So halt. Untergang. Ja. Ich bin weg. Wohin? Zum Scheideweg. Warum? Weil das so heißt. Oh Gott, wenn das so weitergeht, dann heul ich heute nur noch so. Oh. Schnell verstecken. Hier bin ich irgendwie falsch. Ja. Ah, da hinten. Möge Lord Dingsbump, hä? Was ist hier drinne? Oh. Hä? Stimmt, wir müssen zur alten Ritual. Tretet vor. Ihr wurdet vom Schicksal erwählt. Sprecht mit Teleporter Ben Mo. Ben. Ja. Sprecht mit Teleporter Ben Homo. Warum? Keine Warum? Ahnung. Keine Ahnung, aber das sind halt einfach Namen. Das geht gar nicht. Also, ich meine. Natürlich gehen einem wirklich irgendwann mal die Namen aus, aber noch nicht so. Der heißt eigentlich Ben Moho, aber ich habe die Namen, also die Buchstaben so ein bisschen verdreht. Ja, gut, Homo, Moho ist das Gleiche. Ich hätte noch Momo sagen können. Nee, warte mal, das ist ja dieses komische YouTube-Gedöns. Ja, das ist voll scheiße. Wo ist denn der Homo? Ja, wo ist er? Wo ist der Homo? Wollen die mich verarschen?
Ja, warte mal. Vielleicht wird den Teleporter dein Moho. Jedes Mal. Du sagst dir wenn ich jedes Mal jetzt diesen Namen. Und vor allem, ich stehe direkt am Punkt und hier ist kein Homo. Ben Moho. Ben Moho. Sag bloß, du bist bei dem. Ja. Lol, wieso wird mir das ganz woanders angezeigt? Wird mir auch. Gott, da müssen wir. Achso, Tag, Cassie. Cassie ist gerade angekommen. Ja, ich seh's. Das ist der Homo. Ihr sagt, dass ihr nach Venga. Gab's da nicht eine Musikgruppe? Ja, Cassie, wir nehmen gerade auf. Die Venga Boys hieß. Ja, komm, zu denen wollen wir. Ich hab ein Level Up! Endlich! Oh mein Gott, Ike! Ja! Wenn du nicht lecken tust. Genau. Mach nicht den Cybot. Keiner macht den Cybot. Begebt euch mit Hilfe des Teleporters nach Venga Boys. Bitte? Etherflug? Warte mal. Hallo. Hallo. Wo müssen wir hin? Das ist ein schwer zu findender Ort, Alter. Das liegt. Ein Gebiet, das emporsteigt, nachdem die Kontinente unterging. Alles klar, schön. Ich achte nicht auf die Story, ich mache einfach nur die Aufgaben. Ja, aber. Wo finden wir den Spaß? Das weiß ich doch nicht. Ey, ich flieg jetzt mit dem Ding hier weg, ne? Ja, Etherflug. Etherflug. Wohin? Ich hab bloß ins Flüchtlingsdorf und Subterranea. Begebt euch nach Venga. Das ist kein Venga. Warum? Außenposten ist dort, Ranona Flüchtling ist dort. Das ist kein Venga. Es gibt halt wirklich kein Venga. Ja, was wollen die mit Venga, Alter? Ich bin gleich Venga. Das regt mich ja sehr richtig auf, ne? Das ist wie mit der Gruft, ne? Der Eingang wird dort angezeigt, aber ist dort eigentlich gar nicht. Venga. Ja, komm, nee, ich möchte kein Venga. Das ist ein Riss, das ist das Silentra-Tor, das ist ein Riss. Nee, nicht Venga, sondern richtig Venga, wie die Venga Boys Gruppe, die es früher mal gab. Ja, warte mal, das ist doch ein Etherflug, ne? Beginnt mit des Teleporters. Nicht Etherflug. Was willst du mit dem Etherflug, Ike? Weiß ich doch nicht. Wo ist denn der? Ist das hier nicht der Teleporter? Nein! Oh. Wo ist der Teleporter? Bin ich jetzt? Scheiße, Ike. Was denn? Wo bist du hin? Da unten ist er doch! Der ist direkt daneben, alles klar. Oh nein. Cassie, gib mal bei Google Venga Boys ein. Das war noch was zu meiner Jugend. Ja, warte mal, jetzt. Hier war ich doch schon mal. Wo bist denn du? Das ist eine gute Frage. Ich bin hier, also. Ich bin in Alt Marias, da hat mich das Ding hinteleportiert. Alt Marias. Ja, ich hab den Teleporter genommen, der hat mich hinteleportiert, also. So, ja. Also ich denke, nur Scheiße. Das stimmt. Aber wo? Ich möchte doch nur zu Venga, also Venga. Hochpassruin, Marias Lager. Warum? Venga. Höhle der Feiglinge, alles klar. Was? Ike? Ja? Darf man Cassies wunderschöne
Stimme in der Aufnahme hören. Ja, ja. Mir doch Schnuppe, solange es in die Länge tut. Und okay, du, cool. Und du ordentlich mitspielst, Tyrus. Ja. Aber das ist voll geil, Alter. Wenn ich schlüpfe, dann geht mein Rock nach oben und dann kann ich das Höschen sehen. Alles klar. Verlassener Vorgotthelmturm. Ja, nee, warte mal. Ich teleportiere mich jetzt einfach überall rum und dann. Ich guck einfach nur auf dein Map umher. So, Teleporter. Nee, wo? So. Altar der Transzendenz. Wird man da zu einer Transgender-Trolle? Hab ich mich auch gerade gefragt. Wo ich das erste Mal das Trans gehört habe, ne? Sag's dir. Höhle der Feiglinge ist so immer noch das Beste. Ich möchte Wenger. Rückgrat der Drachen. Das hört sich auch interessant an. Aber ich will auch noch Wenger. Nee, gib mir jetzt. Ich habe gerade diese Wenger-Boys gegoogelt, die sind so ein bisschen interessant. Und Wenger. Anscheinend gibt es da gerade einen Skandal in Wien. Weiß ich nicht. Das war halt was zu meinen. Vor 11 Stunden irgendwie, keine Ahnung, so Demo auf. Achso. Keine Ahnung. Ja, wer weiß auch. Tyrox, wenn du es gefunden hast, sagst du mir Bescheid? Ja. Ja. Lord Murchatans. Ach nee, das ist ja hier auch komm, leck mir. Obelisk, nein. Ich möchte einen Teleporter haben, Mensch. Aber jetzt muss ich. Geht also euch nach Wenger. Wenger. Ich gehe jetzt nochmal da rein zu den Dudes. Ich meine, es muss ja irgendwo so ein Teleporter sein, ja? Cassie. Ja? Wenn du morgen Mittag nichts zu tun hast und sich mein Kind benimmt, darfst du morgen Mittag wieder Fortnite spielen auf der PlayStation. Spiel mal mit dem zusammen. Du kommst der ist besser als ich. Ich hab das heute, wo ich aufgestanden bin, gesehen, was der da macht. Nee. Nee. Der Dude macht mehr Kills in einer Runde als ich und der ist 10. Nein, Cybot, bitte raus. Bitte raus. Wir nehmen auf. Vielleicht sollten wir dann, oder solltet ihr nicht in die Musikecke sein? Du könntest. Versuch mal, ob du in den Aufnahmeraum reinkommst. Müsstest du eigentlich. Ajon ist hier, ist gegangen. Ja, komm ich. Nee, du bist Ajon, nicht in den Aufnahmeraum. Ja, da komme ich auch rein, weil ich. Dann movest du uns mal bitte runter. In den Aufnahmeraum bitte. Wenn du weißt, wie das geht. Warte. Ich hab's das letzte Mal eigentlich erklärt. Ja, ja. Das dauert, kann jetzt ein bisschen dauern, okay. Nee, nee, nee. Das kann nicht sein. Das ist nicht dein Ernst. Warum? Ich bin angetestet, okay, da ist das alles nicht so einfach. Na doch. Ja, aber das ist doch. Also. Kann ich euch jetzt eintun? Nein, kann ich nicht. Ja, also. Cassie! Was machst du? Verletz mich nicht, nein! Das tut doch weh! Da, verschieben, da! Du brauchst einfach bloß. Ich hab's ja rausgefunden, ne? Nee, nicht mit Rechtsklick, sondern einfach gedrückt halten und runterziehen. Den Namen. Das ist einfach nicht ich hab's, ernst. Ich hab's nicht. Das ist ein. Ey, lass mich. Ich hab's hinbekommen, okay? Seid ja. Ja. Aber das ist so. Es hat nicht länger als eine Minute gedauert, okay? Das heißt, doch. Ich weiß auch nicht, dass ich es überhaupt hinbekomme. Eine Minute nein. Und 30 Sekunden. Diese 30 Sekunden. Das sind 30 Sekunden. Ey, wenigstens habe ich es hinbekommen, okay? Geh mal 30 Sekunden unter Flammen. Esoterrasse. Das Tempel. Das tut weh. Ich weiß. Ja. Mann, ich möchte jetzt nach Wenger, Mann. Ja, ich hab's gefunden. Wo? Das ist ein komplett neuer Ort. Ja, wo ist es? Mach mal die Map auf und mach mal Rechtsklick. Das ist neben Signia und neben Lacrum.
unter der Silentra-Schlucht. Und wir sind dort oben am Arsch der Welt. Wir müssen dahin. Oh, wir müssen heiß? Erst einmal dahin fliegen irgendwie. Ja, warte mal. Irgendwoher kenne ich das doch. Oder? Nee, mit dem geringsten. Schön. Hier, da gab's doch, wo du erst warst, so ein schönes Flugschiff in der Gelmagos-Festung. Bitte? Ja, Name der Passage Riss. Name der Passage Riss. Hä? Ich bin auch verwirrt. Das hieß aber so. Ah, hier, Teleporter. Hier, Ike. Du musst mit dem Typen hier sprechen. Das war der Teleporter. Ach, der Ben Homo. Venga, ja. Oh Mann. Alter, 16.000? Ich hab doch nur 450.000. Weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich habe 700.000 oder so. Oder? Wie glaube ich? Wo hab ich? Nicht M, ich möchte I. Das ist bestimmt mein. Ah, 650.000. Weißt du, was ich mache? Ich tu mich erstmal binden. Damit ich auch, wenn ich sterbe, hier wieder auftauche. Komische Ether-Transporter, aber wo ist der Obelisk hier? Hier, wo ich stehe. Wo? Ah! Ah. Und wo ist jetzt der Dude, mit dem wir reden sollen? Ja, hier drin, also so halt. So, ne? So krass. Okay. Ah, hier. Guck mal nach oben. Skuldun. Ja? Wie war denn? Guck mal da oben. Ja, wo denn? Wasser, da oben, die haben Wasser an der Decke. Ja. Da oben. Ja, Ike, wo bist denn du jetzt? Wo? Hinter dir. Hier, der Dude, der springt. Oh Gott. Oh. Da oben ist Wasser an der Decke. Über dir. Das ist das Aquarium. Ich möchte auch so ein Aquarium haben. Wobei, das sieht bestimmt geil aus. Wenn du so an die Decke guckst, dann hast du ein Aquarium mit Fischen. Hier sein. Nee. Das also, muss voll cool sein. Egal, ich bin viel zu voll, das zu reinigen. Deswegen, es wird nach einem Monat wird da alles grün sein. Das hier. Was ist denn das schon wieder für ein Dude? Oh, spannend. Willkommen! Ike? Warte mal, ich bin hier gerade drinnen. Und jetzt bin ich wieder weg. Hä? Ike? Ja? Ich glaube, wir sind gerade zwischen den Welten. Also. Über den Volk.